Mann, was ist das mal wieder für eine furchtbare Situation? 2 gegen 6 hieß es beim letzten Rundentaktikgefecht. Jetzt haben wir gleich 11 Gegner und auch nur 3 Leute auf unserer Seite. Oder genau genommen sind es vielleicht sogar nur 2. Denn eine von unseren Scorps, hier Spurlock, hat beschlossen, dass wir keine Autorität bei ihr genießen. Sie kann uns nicht leiden. Sprich, sie kann Nash nicht leisten oder Beute oder wie immer er sich nennt, der Meister Graubart hier, der Einsatzleiter, und sie rennt auf eigene Faust los. Wir können sie nicht steuern, die KI steuert sie. Und unsere beiden Herrschaften hier, Magaya, unser Allround-Genie, der hier, der ältere Schwarze, und Flowerpots, die leider nur richtig zuschlagen kann mit ihrem Schlagstock, aber sonst nur über eine Pistole verfügt und kaum über irgendwelche nennenswerten Skills. Die sind jetzt völlig auf sich allein gestellt. Was tun? Wie sieht die Lage aus? Das hier ist ein riesiges Gebäude. Eine Fabrik oder eine Fertigungsanlage, eine Fertigungshalle, was auch immer. Arbeiter haben die besetzt gehalten. Wir wissen, die haben Dynamit, altes Dynamit gefunden, aus einem selbstgebauten Sprengsatz gebastelt. Der muss hier hinten sein, haben uns Augenzeugen verraten, also direkt hinter diesem Tor. Insgesamt sollen um die 11 Leute hier sein, 11 Arbeiter, die herumrennen. 2 sind positioniert hier, einer ist schon aufgedeckt und einer auf der Seite, und die sollen die halbwegs nettesten noch sein, meint eine andere Augenzeugin. Und hier links ist ein Loch, durch das wir durch das hier durch den Zaun durchschlüpfen können. Darüber wurden wir auch bereits von einem Augenzeugen informiert. Also hier links ist einer, da ist einer. Sie müsste doch eigentlich ihn irgendwie ausschalten können. Wir laufen hier einmal in Deckung. Und wir haben nur 13 Runden Zeit für alles. Wir können das ein bisschen verlängern, indem wir den Verhandlungsskill von Magaya nutzen, um die Gegenseite anzufunken und zu sagen, hey, lasst uns mehr Zeit. Wir laufen hierhin. Die halbe Deckung außerhalb des Lichtkegels reicht vielleicht aus. Mit ihm laufen wir, mit ihr laufen wir hierhin. Dann stehen wir auch relativ weit vorne. Wir laufen einmal durch den Lichtkegel. Noch wurden wir nicht enttarnt. Das wäre doch jetzt eine Gelegenheit für Spurlock mal loszuschlagen. Bitte nicht zu schießen. Na toll. Jetzt haben wir Aufmerksamkeit auf uns gezogen. Und schon läuft die Musik los und wird immer dramatischer. Wir haben 2 Leute zu sehen. Wir brauchen auf jeden Fall unseren Scharfschützen gleich. Der kann aber auch nicht unbedingt in jeder Runde immer schießen. Ballerwahrscheinlichkeit, wir müssten ihn erwischen. Er hat gute Schießfähigkeiten. Wir könnten bis hier laufen, dann haben wir Deckung zur rechten Seite, falls von hier jemand kommt. Falls von hier jemand kommt, durch das Loch oder hier links einer kommt, sind wir dagegen aufgeschmissen. Dann haben wir noch Flowerpots. Oh, das ist gut. Sie kann direkt vor ihn. Sie hat einen Knüppel. Sie läuft auf ihn zu. Hier hat sie Deckung nach links. Nein, sie läuft hier hin. Und ballert ihm einen über den Schädel. Sie hatte außerdem noch neben Skill, das dann besonders lange diese Schlagstockwirkung anhält. Das ist aber auch egal, sie kann ihn ja gleich dann verhaften. Und wir ziehen wieder rum mit unserem... Es wurde geschossen, das heißt, es kommen gleich Leute. Wir sollten uns vielleicht eine gute Deckung suchen, aber wo? Ich vermute mal, die meisten Leute kommen, also hier können auch irgendwelche Wachen sein, das wissen wir nicht. Hier links ist eine, das wissen wir. Es kann sein, dass hier in dem Rest des Areals, hier vorne oder da links, noch Wachen sind. Aber die meisten werden hinter dieser schmalen Lücke im Zaun sein, in einem riesigen Gelände. Das heißt, die sollten eigentlich durch diese schmale Lücke kommen. Und hier können wir sie eventuell mit ein bisschen Glück alle abfangen. Dafür brauchen wir aber eine Position weit vorne und gleichzeitig mit Deckung zu ihm rüber. Könnte also zum Beispiel, ja, nur halbe Deckung. Hier können wir hinlaufen, haben volle Deckung nach links, nutzt uns aber nichts, wir müssen mehr nach vorne laufen, da ist gar keine Deckung, hier ist halbe Deckung, da kommen wir weiter nach vorne hin, das machen wir mal, wir rennen hier hin. So, das ist der Aufgescheuchte, er kommt nach vorne, kann jetzt aber nicht mal ballern, er hat auch nur 2 Aktionen, genau wie wir. Den sollten wir also mit dem Schlagstock jetzt erwischen können. Was macht Spurlock? Na, die schießt auf der Entfernung. Wir haben ihn doch gleich. Die weiß noch nicht mal, wie man den Begriff Teamarbeit
buchstabiert. Ja, Betäubungsgranate sicher nicht. Wir laufen mit ihm. Ja, irgendwo hin. Moment, er soll nicht sprinten. Hier hin und dann feuern. Das wäre eine Möglichkeit. Oder mit dem Schlagstock hier hin. Sparen wir auch Munition. Eins überziehen, Deckung zur linken Seite. Das heißt, falls hier jemand durchkommt, wäre das alles noch okay. Wir laufen also hier hin. Und ziehen dem Kollegen eins über. Wir haben keinen Schlagstock dabei. Das heißt, wir können entweder Elektroschocker benutzen, aber die Frage ist, wie oft, oder wir stechen ihn ab. Wenn wir ihn schocken, können wir danach erfragen, wo die ganzen Leute sind. Weil er hat die Fähigkeit Verhandlung. Pardon, Verhör. Das heißt, wir betäuben ihn, aber danach müssten wir ihn noch verhaften. Haben wir jetzt gleich, wenn alle Leute angerannt kommen, überhaupt die nötige Zeit, also die freien Runden, in denen nichts passiert, wo wir mit Aktionspunkten ihn verhören können? Das ist die Frage. Abballern könnten wir ihn auch, aber Messer ist sicher besser, da braucht man keine Munition, also Messer oder Elektroschocker und drauf setzen, er ist dann nur betäubt. Er ist nur betäubt, lange betäubt. Und darauf setzen, dass wir ihn dann irgendwann verhören können. Noch. Ich setze mal auf den Elektroschocker. Und wir wollen eine Verhaftung durchnehmen. Vornehmen. Haben noch einen Aktionspunkt übrig. Und ja. Hier steht Spurlock, sichert uns ein bisschen ab, falls von rechts noch jemand kommt. Ich mutmaße, von hier kommen Leute durchgerannt. Die Frage ist, wohin laufen wir? Wo wollen wir Deckung haben? Hier haben wir halbe Deckung nach links. Falls hier Leute aber hinter dem Zaun stehen, hier haben wir auch nur halbe Deckung. Auf jeden Fall brauchen wir überhaupt Deckung. Wenn wir hier hinziehen und hier ist jemand durchgelaufen, sehen wir alt aus. Hier haben wir nirgendwo Deckung. Das ist alles nicht so mäßig gut. Alles nicht so gut, alles nur mäßig gut. Das ist mir zu riskant. Wir laufen mal hier hin und hoffen, dass wir niemanden aufdecken. Wir haben noch unseren Sniper im Hintergrund und wir haben bei MacGyver immer noch nicht die Eigenschaft benutzt, Schatten. Dass er sich mal tarnt. Macht auch wenig Sinn, denn wir sind ja aufgescheucht. Wohin rennt sie denn? Sieht sie irgendjemand? Hat sie einen aufgedeckt? Nein, sie macht ja vollkommen ihr eigenes Ding. Moment mal, hier ist ein, hier ist ein offenes Tor und da, das heißt, hier kann man auch durch. Man kann hier hinlaufen zum Zaun und hier drüber. Übrigens, Flower Pots hat die Möglichkeit, auch über Zäune zu springen. Wir brauchen also nicht zwingend das Loch für sie. Hier zwischen den beiden, dem Container und dem einen Grund, kleinen, dem großen Container, das Loch in dem Zaun, um durchzurennen. Jetzt sollen wir erstmal Moment mal, er ist doch... Ist der schon verhaftet hier? Nein. Warum können wir ihn von hier aus nicht verhaften? Haben wir keine Handschellen dabei? Jeder hat Handschellen dabei. Warum geht das denn nicht? Wir stehen doch direkt neben ihm. Wir konnten ihn ja aus der Entfernung betäuben. Oder ist das... Wir sind doch hier, wir haben doch MacGyver aktiviert. Warum können wir von hier aus hier mit interagieren? Da müsste doch irgendwas sein. Warum können wir... Handschellen sind immer oben angelegt. Hat er nur ein paar Handschellen dabei? Er hat sich noch die Handschellen... Haben wir ihm Handschellen angelegt oder nicht? Nein, dann wird er auf dem Boden liegen. Was ist denn hier los? Warum können wir das nicht machen? Es ist mir ein Rätsel. Wir laufen einmal hier rüber. Decke niemanden auf. Sie hat zwei Aktionen. Ja, von dem Feld aus steht er. Ich verstehe das nicht. Da müssen wir versuchen, ihn von der anderen Seite zu erwischen. Es liegt doch anscheinend am Feld, dass das nicht geht. Handschellen haben doch alle dabei. Soll das Risiko eingehen? Wir sprinten einmal von der anderen Seite hierhin und checken mal, ob wir ihn von dort aus verhaften können. Vielleicht nur einen Bug. Und ihn hier geben wir allerdings die Schatten. Das weiß ich jetzt schon mal.
Damit ist er kaum zu identifizieren. Da ist jemand. Kommt wirklich durch die beiden Türen. Steht direkt neben Spurlock. Kann aus kürzester Entfernung von ihr beschossen werden. Oder setzt sie das Messer ein. Was macht sie denn? Verletzt ihn am Fuß und dann bringt sie ihn um. Und jetzt gucken wir mal, ob wir mit Flowerpots... Ja, Flowerpots kann festnehmen. Neun Runden nur noch. Bis hierhin ist kein Sprint. Wir decken keinen auf. Wir gehen in den Schattenmodus. Die Rundendauer, die Rundenuhr tickt runter, aber wir können immer noch Verhandlungen führen. Und sie dagegen hat noch einen Aktionspunkt, Flowerpots. Und wir schicken sie hier hin. Und setzen drauf, dass unsere Spurlock rechts oben, alle, die eventuell oben durchdringen, dass sie von ihr gekillt werden. Sie hat einen entdeckt. Stellt sich direkt neben ihn. Er hat doch zwei Aktionen. Was macht sie denn? Ballert auf ihn drauf. Da war dann noch jemand, den wir gerade aufgedeckt haben. Ich habe doch jemand aufblitzen gesehen. Hier war irgendwo ein Verbrecher. Hier, da ist ein Gangster. Ein Gangster. Ein Arbeiter, der durchdreht. Sie versucht von rechts durchzukommen. Wir haben nur noch 8 Runden. Hier hin und Schattenmodus. Ich laufe erstmal hier hin. Also wenn wir Schattenmodus zuerst machen, sind wir ganz auf der sicheren Seite, laufen dann hier hin. Alternative. Wir rennen hier hin und decken erstmal auf. Sie kann ja hier auch durchgucken. Ja, und wir sehen einen. Er sieht sie aber nicht. Hier vorne stand er. Jetzt ist er wieder weg. Wir können auch den Sniper nicht einsetzen. Wir arbeiten uns langsam vor. Wir gehen in den Schattenmodus. Hier hin. Das ist okay, das wissen wir. Nach rechts und nach links. Oh Gott, 4 Leute. Wenn die jetzt allesamt versuchen, durch die Lücke am Zaun durchzukommen, sind wir aufgeschmissen. Aber sie bewegen sich anscheinend nicht. Bleiben alle da stehen. Dichte Schneetreiben setzt ein. Wir werden trotz des Schattenmodus beschossen. Sie verfehlen uns allerdings. Wir haben hier Deckung nach rechts und nach links. Und auch wenn es so aussieht, als würde er von vorne beschossen, gilt die volle Deckung, weil der einfällt hier, weil jeder von den Leuten einfällt, rechts oder links steht. Jetzt wurden wir aber doch getroffen, glaube ich. Und wir drohen zu verbluten. Unser bester Mann, McGuire. Spurlock geht wieder auf eigene Faust los. Oder ist McGuire tot? McGuire ist tot. Das war's. Oder so schwer verwundet zumindest. Wir können versuchen, ihn rauszutragen und abzuhauen. Gibt es ein Feld, wo wir abhauen können? Oft kommt man ja mit dem Streifenwagen und kann ja noch irgendwo reingehen. Hier ist der Ausgang. Wir könnten ihn uns schnappen und versuchen einfach abzuhauen und Spurlock ihrem Schicksal überlassen. Dann geht die Bombe aber hoch. Aber wir haben keine Schnitte mehr. Wir können nicht mit einem Sniper und mit Flowerpots das machen. Flowerpots ist stark. Sie kann ihn schnappen und versuchen rauszutragen und damit sein Leben retten. Soll man das versuchen? Aber hier stehen 4 Leute. Wie soll das funktionieren? Die würden sie auch umbringen. Wir könnten Flowerpots ihr eigenes Leben retten lassen, also das von Spurlock ist sowieso kein Pfifferling wert, so wie die hier in bester Rambo-Manier agiert, könnten sie zurücklaufen lassen hierhin und versuchen alleine als einzige Überlebende rauszukommen. Die Bombe würde hochgehen, wir hätten einen weiteren Fall, den wir knacken sollten, unser Image in der Öffentlichkeit wäre versaut, Spurlock würde auch irgendwelchen Mist bauen. Hat sie eine Betäubungsgranate, Flowerpots? Ja, aber wohin sollen wir sie werfen? Wir würden auch höchstens 2 Leute erwischen. Ich habe einen Verdacht, auch Flower Power geht drauf.
Flower Power? Habe ich Flower Power gesagt? Flower Pots geht drauf. Boah. Und schießen kann sie von hier aus auch nicht, oder? Nein, wir machen mal Folgendes. Wir laufen mit ihr. Ja, auf das Feld von Begeier drauf. Geht das? Um ihn aufzuheben, das geht nicht. Hier hin und ihn dann aufheben. Wie hebt man Leute auf? Wir wagen es mal. Oh, sie sieht gleich zwei Leute. Die könnten wir beide betäuben. Habt ihr gesehen, da war auch das Aufheben-Symbol. Wir schmeißen eine Betäubungsgranate hier hin. Und erwischen auch nur einen immer. Wir können nicht weit genug werfen. Wir erwischen immer nur einen. Hier können wir nicht hinwerfen. Nee. Also, das macht ja nun wirklich keinen Sinn. Mist. Ja, wir heben ihn auf. Und was passiert dann? Man ballert auf uns. Deckung rechts. Da, wir müssen es wagen. Wir versuchen ihn zu retten. Oder wir betäuben einen der beiden. Mit dem anderen, bei dem anderen schießt der Sniper drauf. Das können wir machen. Das wäre ein Versuch wert. Wir schmeißen die Granate. Es ist eine Schande, eine Granate nur für eine Person zu verwenden. Nein, und jetzt kann der Sniper nicht mehr auftreten. Weil der wurde, wir haben, weil die Runde automatisch beendet wurde. Jetzt stehen alle drei dicht nebeneinander. Ich hätte zuerst mit dem Sniper ballern sollen. Der Einsatzleiter hat einen taktischen Fehler gemacht. Und er kostet uns einen Schuss in die Beine. Flower Potts ist verletzt. Sie kann sich, glaube ich, gar nicht mehr bewegen. Nur noch Spurlock ist unterwegs. Sie setzt allerdings ihre Haut und kann jetzt die Granate nicht mehr werfen. Wir haben aber noch unseren Duval. Da kann er wenigstens einen hier mitnehmen, oder? Kann sie wenigstens noch schießen? Was? Sie ist fußkrank, sie kann nicht mehr laufen, aber sie kann noch feuern. Er rappelt sich auf, schnappt ihre Knarre, verfehlt. Einen wenigstens ausgeknipst. Und Flower Potts kann von hier aus nochmal ballern. Kämpft um ihr Leben, die Ärmste. Wurde getroffen. Ausgeknipst. Zwei sind draufgegangen. Es gibt auch Verhaftete. Da oben kämpft Spurlock um ihr Leben. Die Bombe wird viel zu früh hochgehen. Er versteckt sich dahinter. Da kommt noch einer. Ja. Oh, und Gott, wir haben da vorne mausetot. Nein, Flower Potts hat's erwischt. Oh. Hier auch wildes Geballere auf der anderen Seite. Ein Kugelhagel versucht Spurlock ihr Leben zu verteidigen. Nicht erfolgreich. Krachende Niederlage. Da brennen die Automobile. Wollen wir es erneut versuchen? Wollen wir einen zweiten Versuch wagen? Was meint ihr?
Sollen wir es versuchen? Schaffen wir es beim nächsten Mal besser? Wenn wir vorsichtiger auftreten? Oder wenn wir wagemutiger sind? Wenn wir mehr Glück haben? Wird Spurlock dann wieder auf eigene Faust handeln? Könnte eine andere Taktik zum Erfolg kommen? Aber welche wäre es? Brauchen wir einfach nur Glück? Oder ist die Situation so aussichtslos, dass uns auch jeder schmatzende Kuss, den uns die Glücksgöttin Fortuna auf den Mund presst, uns nicht mehr helfen könnte?